Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von der neuen Strecke Southeastern High Speed in Train Sim World 2. Heute kümmere ich mich um das vierte von fünf Szenarien, das da heißt Türkischer Tunnel. 30 Minuten soll das Ganze dauern, 2 von 5 Schwierigkeit mit der Class 395. Übernehmen Sie die Kontrolle über eine Class 395 und erreichen Sie sicher Ihr Ziel, während Sie laufenden Wartungsarbeiten umfahren. Das Ganze startet halt in Gravesend und würde nach St. Pancras International gehen. Das Ganze spielt am 12.08.2020 um 17.15 Uhr. Mir fällt gerade auf, wobei, nee, nevermind. Ja, doch schon, die Lackierung war eigentlich nicht passend, weil die feiert ja 10 Jahre und das endete ja 2019. Also es fing ja 2009 an. Ist dann vielleicht für die Lackierung etwas zu früh gewesen, aber gut. Ist halt wie es ist, kann man nicht ändern. Genau, um 17.15 Uhr 5.950 Punkte für die Goldmedaille. Und ich starte einfach mal eben rein und wir starten. Das Szenario türkische Tunnel. Die Überschwemmung voraus zwingt uns ins Gegengleis, bis wir beim Gleiswechsel von Wellington auf unser Gleis zurückkehren können. Ja, das sieht auch sehr verregnet aus. Da haben wir schon mal die Scheibenwischergeschwindigkeit auf 40. Und ich entriegel die Türen auf der, oh Gott, linken Seite. Hier oben. Beinahe verkehrt rum. Und dann muss ich ja wahrscheinlich nochmal wieder alles einstellen. Wobei, wir sind ja schon vorwärts gegangen. Ich glaube, ich muss dann noch die DRA deaktivieren. Und das war's dann auch. Wir haben auch nicht die TVM. Was ist TVM? Gott. Ja, TVM haben wir nicht, denn wir sind ja hier mit der Stromschiene, haben wir ja hier. Von daher können wir eigentlich direkt weiterfahren. Bis auf die DRA. So, trinken habe ich auch eingestellt. Erhöhen Sie die Leistung, um in Bewegung zu kommen. Mache ich doch mal, bevor ich die Flasche zumache. Dann geht es Richtung Ebbsfleet International. Und dann muss ich dann auch wieder umstellen auf Strom und so weiter und so fort. Ich wusste, ich habe was vergessen. Muss man eben fix so und dann hier DSD-Isolierung und eigentlich wollte ich ja, glaube ich, noch hier die den TMPS, die temporäre Isolierung. Oh Gott, bin zu schnell. Es geht auch leicht bergab. Okay, jetzt geht es wieder bergauf. War das das Richtige, was ich aktivieren wollte? Ich wollte das isolieren, genau, ja. Dann beschleunige ich mal. Wir wollen ja schließlich auch ankommen. Bin mal gespannt, ob die Überschwemmung, so stark ist es ja nicht am Regnen, ob es die Überschwemmung, die Scheibenwischergeschwindigkeit kann ich auch mal auf 10 runterstellen. Bin mal gespannt, ob die Überschwemmung inszeniert wird oder nicht. Wäre nice, wenn dem so wäre. Aber gut, wir müssen ja dann später, wir kommen dann noch aufs Gegengleis. Bis dato ist ja noch alles im grünen Bereich. Im wahrsten Sinne des Wortes noch kein gelbes Signal und sonstiges. Runter gleich auch mal auf 60 Miles per Hour. Wäre nice, weil es auch Starkregen gibt. Oder irgendwann implementiert wird oder sonstiges, falls es das nicht schon gibt. So, 0,8 Meilen, das haben wir, sind wir dann bei Ebbsfleet International. Das ist auch zeitlich passend, würde ich sagen. Aber also, ja. Haben wir gleich ein rotes Signal wahrscheinlich. Ich ahne es einfach mal zumindest.
Ist das jetzt das zweite gelbe Signal? Jawohl, so sieht's aus. Dann bremse ich noch mal ein bisschen stärker rein. Damit es dann hier in den Bahnsteig, in den Bahnhof von Ebbsfleet International etwas gemütlicher reingeht und wir angenehm zum Stehen kommen. Zeit, die habe ich ja, von daher kann ich auch möglichst spät wieder reinbremsen. Da kann ich gleich nochmal kurz den Streckenplan hier hinhängen, damit der hier auch hängt. Wunderbar. Richtungswende auf neutral, CTRL drücken oder auch gedrückt halten scheinbar. Ja, diesmal wurde es nicht gesagt, dass ich es gedrückt halten soll, aber ja, ich entriegel immer eben die Türen, steige mit den Leuten mal kurz aus, richtiger Jumpscare, halber Jumpscare. So, 10 von 25 Schreckenkarten. Ich weiß eigentlich, ob ich schon mal hier in Ebbsfleet rumgelaufen bin. Ich habe auch noch gar keinen von den Zäunen, die man reparieren kann. Also, dass ihr... Warum seid ihr traurig, weil es regnet? Oh. Ich habe bisher noch keinen Zaun gefunden. Ich glaube, es soll wahrscheinlich der hier sein, ne? Die können kaputt sein. I guess, zumindest sah das so aus. Aber bis dato sind sie hier nicht kaputt und sonstiges. Oder kann es auch da vorne sein? Ich weiß es nicht. Türen schließen. Richtungswende auf vorwärts. Und dann geht es auf die Auswärtsstrecke. Warum das nicht immer funktioniert, das ist mir echt noch ein Rätsel. Manchmal will es, manchmal nicht. Oh, rotes Signal. In wenigen Yards. Dann lasse ich mich mal lieber einfach nur erstmal ausrollen. Und schleunige mal noch nicht. Ich bin echt gespannt, wie das inszeniert wird, wie gesagt. Ich habe das Gefühl, ich hätte rechts gemusst, aber es ist auch nur so ein Gefühl. Ja. Sind wir denn überhaupt richtig? Ja, sind wir. So, mit 80 geht es jetzt hier gleich weiter. Kann jetzt auch wieder Gas geben. Leistung geben. Mit 80 geht es zwar nur weiter, aber danach geht es auch wieder schneller voran. Ich könnte vielleicht das Licht noch auf Tag hart einstellen, wie es sich gehört. Soweit ich mich zumindest erinnere. Ich weiß gar nicht mal, wo ich es gelesen habe.
glaube auf irgendeiner, ich glaube in irgendeinem Handbuch von Transformers World 2, glaube ich. Ich weiß nicht, irgendwo habe ich es glaube ich gelesen gehabt, aber ich weiß auch dabei schon gar nicht mehr, wo ich das Ganze her habe. Wahrscheinlich ist dann hier im linken Tunnel dann wahrscheinlich Wasser und so. Wäre zumindest meine Vermutung jetzt in diesem Fall. Dass einfach der linke Tunnel vollgelaufen ist oder da irgendwelche Pumpen nicht pumpen oder whatever. Aber wir sind ja auch recht bald bei der Ausweichstrecke. 1085 Punkte aktuell. Wir halten wahrscheinlich nochmal in Stratford und danach halt in London St. Pancras International. Da ich heute so wenig getrunken habe bisher, weil ich einfach nicht dran gedacht habe, also immer wenn ich unten war, bin ich dran gedacht, dass ich mein Glas mit nach oben nehmen muss, noch. Bin ich jetzt gerade gefühlt Glas nach Glas am Wegsippen. Mich ja inwiefern, okay, die TPWS Gefahrenbremse, die ich frag mich ja, wie der Sound von dem guten Stück ist. Sind wir über die Ausweichstrecke, dann geht's doch safe gleich wieder etwas schneller voran, oder? Also etwas langsamer voran, dass ich abbremsen muss, um Gleiswechsel zu vollziehen, oder? Oder ist es noch irgendwie hier auf der linken Seite? Wobei ich meine, mich erinnern zu können, dass das glaube ich die. Also ich kann da jetzt auch falsch liegen, weil ich jetzt auch nicht lang genug wahrscheinlich hier und nicht häufig genug die Strecke gefahren bin. Aber ich meine, es war auch die einzige, oder eine der wenigen, aber ich glaube die einzige Passage, wo die beiden Richtungen, die beiden Spuren getrennt wurden. Lass mich mal ausrollen, ne? Sollen wir jetzt nur noch auf 200 runtergehen? Wahrscheinlich ist es noch runter auf 160, aber 160 in 2,3 Meilen. Die haben wir auch easy runtergebremst von 170 natürlich. Dann habe ich jetzt auch schon mal, dann kann ich mich auch weiter ausrollen lassen. Dann geht es noch, wobei jetzt. Jetzt geht glaube ich gleich wieder ohne Steigung oder haben wir eine Steigung? Wir haben eine Steigung, okay. Ist immer so ein bisschen weird zu sehen, wenn es dann plötzlich steiler wirkt, obwohl man eigentlich gerade bergab fährt, ist dann immer. Da muss man dann doch immer nochmal ein bisschen gucken. So, ich lass mal die Schwerkraft wieder ihre Arbeit tun. Da es ja jetzt wieder bergab geht hier. Vielleicht nicht allzu viel bremsen muss und dass ich vielleicht mit der Schwerkraft auch wieder runter ein bisschen Geschwindigkeit auf 160 aufbauen kann. Und nach den 160 geht es auch mit Sicherheit wieder runter auf mindestens 80. Einfach nur um den Gleiswechsel zu vollziehen, aber aktuell geht es natürlich erstmal noch weiter mit 160 Miles per Hour. Auch wieder eine schöne Weiche. Ups. Nicht zu schnell werden. 2740 Punkte. Okay, ja, haben wir schon den Gleiswechsel. Alles klar, wunderbar. Dann kann ich ja jetzt auch wieder Leistung geben und weiter die 9,5 Meilen nach Stratford fahren. 9 Minuten soll ich da sein. Puh. Ich habe das Gefühl, ich muss gleich schon wieder 3 Minuten warten oder so. Kommt einem zumindest so vor, dass es wieder eine lange Wartezeit werden wird. Vor allem, da ich die 230 kann ich relativ lange ausfahren, wenn es dann zwei bis auf ungefähr 3 Meilen vor Stratford. Dann geht es ja wieder runter. Wobei, da haben wir bei Stratford haben wir auch nochmal eine Trennung der Schienen.
Also da haben wir dann auch nochmal zwei separate Tunnel. So, wo sie halt ein bisschen, wo die Streckenrichtungen etwas getrennt sind wieder. Ich wollte schon mal sagen, nimm es an, ich betätige die Taste. Und da geht's ab dann ja auch wieder runter von den 230 Kilometer pro Stunde. Aber erstmal können wir die 230 Kilometer anfangen auszufahren, bevor wir wieder abgebremst werden oder abbremsen müssen. Ach ja, so eine Mischung aus Regen und, also ja, irgendwie. Aber das Einzige, was halt bei solchen Szenarien, wo halt eine Überschwemmung quasi Szenario-Story-mäßig erzählt wird, also kann natürlich sein, dass jetzt an diesem Tag, als am 12. August 2020, dass es dort wirklich eine Überschwemmung gab, aber es ist halt ein bisschen schade, dass es halt nicht in irgendeiner Weise inszeniert wird, also dass es entweder nicht inszeniert wird oder dass es halt so einen starken Regenfall gibt und geben kann. Ich sag mal in Klammern geben kann, aber in diesem Fall, wir wissen, es gibt ihn nicht. Wir sehen es ja gerade, es ist zwar Regen, aber es gibt keinen starken Regenfall. Wodurch man, und es gibt noch Sonnenschein, also wenn es dann wirklich komplett tiefschwarze Wolken wären oder sonstiges, dann könnte man sich ja erklären, warum ein Tunnel jetzt irgendwie vollgelaufen ist oder sonstiges, aber so ist es halt dann halt schon ein bisschen schade, ne? Ich meine, es wird ja nicht so sein, dass es etwas her ist und so weiter, sondern ja. Gut, kann natürlich auch von einem Wolkenband nur sein, was halt, wo es dann halt dahinter wieder sonnig aussieht, aber wäre halt schon nicer, wenn es Starkregen gäbe oder es halt schon in gewisser Weise inszeniert ist, ne? Dass man halt auch schon am Strecken kann dann irgendwie Fahrzeuge sieht, die halt, wo es zumindest so aussieht, dass die halt gerade Wasser abpumpen, so, ne, das wird halt schon zum Feeling halt, wo fürs Feeling des Szenarios halt deutlich schon mehr dazu beitragen, dass es halt sich nicer anfühlt. So, den 200 werde ich auch gleich erreichen, aufgrund der Schwerkraft, da es ja mit 0,5% bergauf geht. Auf 160. Muss ich vielleicht sogar noch ein bisschen stärker reinbremsen, eventuell. Ach ja. Ach, es ist schon schön mit dem. Mit der Class 395 zu fahren. Jetzt geht's dann noch bergab, alles klar. Jetzt haben wir sogar schon die 100. Das ist ja der Wahnsinn. Und ja, ich bin sehr, wie zu erwarten war, sehr, sehr überpünktlich. Oder werde überpünktlich in Stratford International ankommen. 3835 Punkte. Dementsprechend knapp 2000 Punkte noch entfernt von der Goldmedaille. Ist noch weiter runter. Oh, ich sollte mal vielleicht reinbremsen mal hier. Ne? Ich gehe jetzt in den Bahnhof. Von Stratford International. Ich habe diesmal wieder vergessen, den Scheibenwischer im Tunnel auszuschalten, aber okay. Jetzt brauche ich ihn ja wieder. Ich bremse nochmal kurz ein bisschen stärker rein.
Remsen finde ich auch ziemlich gut hier von der Class 395. Da kann ich sogar noch was aufhängen, da kann ich. Da lohnt sich das ja richtig, dass ich hier so überpünktlich bin. Da war nämlich noch so ein Sicherheitsschlipp, was ich noch platzieren kann. Puh, 3 Minuten. Dem Zeitplan voraus. 499 Punkte nur, das ist wenig. Aber es ist ein Punkt. Es ist knapp. Dann haben wir jetzt hier wieder ein Sicherheitssignal. Habe ich da das andere schon aufgehängt? Habe ich schon aufgehängt, dann haben wir hier, glaube ich, nichts mehr. Oder auch nicht. Jetzt haben wir wieder eine Sache weniger. Wunderbar. Dann kann die Fahrt ja weitergehen. Türen verriegeln. Dann dürfte das sich auch gleich wieder auf grün springen. Wunderbar. Dann geht es ja erstmal langsam hier wieder aus dem Bahnhof. Bitte, ja, aus dem Bahnhof von St. Pancras. Wow. Ja, aus dem Bahnhof von Stratford geht es erstmal langsam wieder raus. Und dann halt gleich wieder etwas schneller. Und nächster Halt ist dann in 5 Meilen, St. Pancras International. Und da soll ich sein in 6 Minuten. Das ja, dürfte auch zeitlich gesehen super in den Zeitraum passen. Super machbar sein. 4,7 Meilen noch. Ich weiß schon gar nicht mal, wie das nächste Szenario ist. Wie das letzte Szenario war. Mit welchem Zug. Ob es mit der Class 37 oder mit der Class 395 war. Und 2 Meilen geht es auch wieder runter auf 200 Kilometer pro Stunde. Also mit der Class 395 wären es halt wenig Stops. Mit der Class 375. Ich meine, das Szenario war, glaube ich, 35 Minuten lang. Mit der Class 375 halt dementsprechend mit mehr Stops. Punkte. Ja. Ja, der letzte Halt sollte da das alles voll rausholen, so, ne? Das auf jeden Fall. Ich meine, wir haben jetzt volle Punkte halt immer bekommen hier. Also. Wenn da keine Goldmedaille bei rauskommt, dann weiß ich auch nicht. So, runter von 160. Ist ja auch bald wieder hier aus dem Tunnel hinaus. Da kommen wir 2 Meilen noch. Ich dachte, es wären sogar noch 3 Meilen außerhalb von dem, also ja, außerhalb vom Tunnel. Aber, ah ne, genau, da war ja was. Nein, war nicht so. Das habe ich jetzt. Ich habe jetzt, glaube ich, doch ein bisschen zu sehr an die LGV Mediterranee gedacht. Da war es so. Aber hier London St. Pancras International, das war ja mit den Wohnhäusern, beziehungsweise mit den Hochhäusern. Nehmen wir dann hier vorbeifahren. Kurz vor der Einfahrt in St. Pancras International. Jetzt haben wir schon wieder Tageslicht hier drin, aber wir sind wohl noch gar nicht aus dem Tunnel draußen.
Bisschen kann ich wieder abschollen, dass es doch wieder schneller wird. Das mit dem Tageslicht hier drin, im Tunnel, das ist halt auch echt nervig so ein bisschen, aber unpassend, glaube ich, trifft es am besten, aber ist halt wie es ist, ne? Kann man nicht ändern, ist halt so. So, runter auf 60 und weiter bremsen, damit ich runterkomme auf die 40 Kilometer pro Stunde. Denn die müssen wir erreichen hier nach der Kurve. Die bergab geht. Schöne Rechtsbetonmischer. Und dann halten wir auch gleich schon in St. Pancras International. Das ging ja auch wieder hier relativ fix. Na, und ab hier gehe ich wieder aus der Bremse raus und das war noch zu früh. Gut zu wissen. Fürs nächste Mal. Und dann wird ja schön hier mit 30 Miles bei. Oh, wir sind sogar direkt auf die linke Seite, nicht auf die rechte Seite wie im vorherigen. Schön, dass es hier im überdachten Bahnhof hineinregnet. Okay, jetzt nicht mehr. Dann ist es auch einfacher zu bremsen, da hier die Schienen nicht nass sind. Nicht nass vom Regen draußen. Da bremst es sich doch gleich wieder besser. Wunderbar. Dann die Türen entriegeln. Und kurz warten, zum Glück nur nicht allzu lange. Dann schalten wir das Ganze hier wieder. Fahren wir den Ganzen wieder runter und dann haben wir auch das typische Tunnel-Szenario abgeschlossen. Rechnungswender neutral. DRA aktivieren. Spitzensignalbeleuchtung auf. Aus. Kombihebel auf Maxbremse. Richtungswende aus. Generalschlüssel raus. Und aussteigen. Diesmal aber jetzt links. Nice. Danke fürs Abschließen dieser Fahrt. Lassen Sie sehen, wie Sie abgeschnitten haben. Achievement unlocked. Flat, ich hab's nicht ganz lesen können. Flat Diversion. Kurz vor dem 45. Level. 31 Minuten benötigt, 24,5 Meilen zurückgelegt. Bester Halt war in Ebbsfleet International auf Gleis 5x1,1 Yards. Ja. Und es gab 6628 Punkte für die Goldmedaille. Dann würde ich sagen, schauen wir uns nochmal kurz an, wie das letzte Szenario von der neuen Strecke, von der South Eastern High Speed Strecke denn so ist. Und was uns dort erwarten wird morgen. Das letzte Szenario von Southeastern Highspeed lautet: Letzter Halt. Übernehmen Sie die Steuerung einer nächtlichen Fahrt auf einer Class 375 Electrostar bis Gillingham. Das Ganze startet in Rochester und endet halt dementsprechend in Gillingham am 14.08.2020 um 22 Uhr. 20 Minuten soll das Ganze dauern, 3700 Punkte für die Goldmedaille und 1 von 5 Schwierigkeit.
In dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ich hoffe, sehe ich dann im nächsten Szenario auch wieder oder in dem nächsten oder im anderen Train Sim World 2 Video. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.